Mein Name ist Ruschen. Ich bin der Neffe vom Zeki, und darf halt heute einmal dolmetschen und die Sicht aus der Perspektive eines Gehörlosen als Sprachrohr zwischen Hörenden und Gehörlosen hier fungieren. Salam wa rahmatullah. Aleykümselam. Aleykümselam. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Könnt ihr euch kurz für uns mal vorstellen? Mein Name lautet Zeki. Was schätzt du, wie alt bin ich? 50. Knapp 52 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, eine Tochter davon. Wir sind insgesamt fünf Geschwister, davon sind drei gehörlos und zwei hörend. Was machst du arbeitstechnisch? Wie gestaltet sich dein Alltag? Schaust du gerne Filme? So generell mal ein Überblick. Ich fange mal mit den Hobbys an. Ich unterhalte mich sehr gerne. Wir haben ja im Zeitalter der Digitalisierung viele Möglichkeiten. Deswegen chatte ich sehr gerne, halt über Videofunktion. Und durch das Internet werden dann lange Strecken sehr kurz. Das ist sehr gut. Beruflich, was arbeitest du? Ich bin Schweißer vom Beruf und arbeite in Bochum. Seit 20 Jahren arbeite ich da. Ja. Wie selbstständig bist du? Kannst du den Alltag generell alleine selbstständig bewältigen oder treten noch generell Schwierigkeiten im Alltag auf? Ich schaffe alles alleine, ich bin sehr selbstständig. Ich gehe einkaufen, treffe Freunde, Bekannte. Jetzt zur Corona-Zeit ein bisschen schwieriger. Beschäftigen kann ich mich sehr gut, also eingeschränkt bin ich nicht so. Probleme habe ich keine, alles ist in Ordnung. Wie war denn früher so dein Leben, dein Schulleben beispielsweise? Wie hast du die Basics gelernt, wie das Schreiben oder das Lesen, das Rechnen? Ich war 10 Jahre alt, als ich aus der Türkei nach Deutschland kam. Da habe ich nicht ganz so viel gelernt. Und hier habe ich die Hauptschule besucht. Und dann habe ich da auch viele Jahre viel gelernt. Ja, danach habe ich die Ausbildung gemacht zum Schweißer. Und seitdem arbeite ich. Das kam alles aus der Schule. Ja, und halt die Ausbildung aufbauend darauf. Wann hast du tatsächlich gemerkt oder realisiert, dass du wirklich anders bist im Vergleich zu der Mehrheit der anderen Menschen? Für mich ist das selbstverständlich. Ich habe es ja nie anders kennengelernt. Und wenn ich nicht weiterkam, habe ich dann Menschen gestoppt und gezeigt, dass ich gehörlos bin. Ich kenne es nicht anders. Also da gab es keinen Zeitpunkt für. Ich bin so geboren. Wie hat sich dann dein Leben früher oder auch heute noch strukturiert? Ja, fühlt man sich da aus gesellschaftlicher Sicht vielleicht ausgegrenzt, weil nicht jeder vielleicht kompatibel ist, zu kommunizieren mit dir?
Es war nicht wirklich schwierig. Ich bin ja damit aufgewachsen. Mein Umfeld wusste das. Ja, danach habe ich geheiratet. Da war ich auch noch in jungen Jahren und hatte auch sehr häufig meine Frau an meiner Seite. Ansonsten von der so ausgeschlossen habe ich mich nicht gefühlt. Ich bin sehr kommunikativ. Ich kann gut auf Menschen zugehen und kann auch viel unterhalten, kommunizieren. Und wenn die Kommunikation da scheitert, sind wir dann auch auf Papier umgegangen und haben dann Sachen geschrieben oder Lippen ablesen kann ich auch ganz gut. Und wir hatten auch sehr viele Treffen, ob es jetzt in Bochum war, in Dortmund ist. Und wenn andere Sachen waren, da haben wir uns immer ausgetauscht, ne? Beispielsweise bei einem Versicherungsschaden oder wenn Unterlagen ausgefüllt werden mussten, da haben wir eine Community für uns. Fußballverein gegründet in Herne, GSFV Herne, Gehörlosen Sport- und Freizeitverein. Da war ich erster Vorsitzende und das war dann auch nochmal ein Treffpunkt für ganz, ganz viele gehörlose Menschen, von jung bis alt. Und da kamen dann auch die verschiedensten Kulturen zusammen und da konnte man auch sehr, sehr viel lernen. Man hat dann auch sportliche Aktivitäten gehabt. Es gibt ja auch eine extra Liga für uns Gehörlose. Und mir war es halt wichtig, dass ich ganz viele Menschen da zusammenhole und das haben wir dann auch gut geschafft. Es gibt viele Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten und auch viele, die uns unterstützt haben. Wir hatten auch viele, viele Dolmetscher bei uns, die das Ganze dann mit unterstützt haben. Wir hatten dann zweimal Training die Woche, das waren montags und freitags. Und nach dem Sport war dann halt viel Unterhaltung angesagt. Ja, und danach haben wir uns dann alle verabschiedet immer. Das war ganz gut. Okay, jetzt bin ich zweite Vorstandsvorsitzende für den Verein DIF Islam aus Düsseldorf. Das ist mir halt auch wichtig, dass ich meine Religion da kennenlerne. Und wir gehören an die Moschee in Köln. Und wir sind halt ein kleiner Teil davon. Ne? Sind da angedockt. Wie funktioniert das, wenn der Großteil der Menschen die eigene Sprache oder meine Sprache in dem Fall nicht kann? Beziehungsweise kaum mit mir selber kommunizieren kann. Also was ist das für ein Gefühl? Also wie gesagt, wir schreiben dann auch viel, wenn nicht, wir versuchen ja auch viel aufzuschnappen. Und wenn es sehr schwierig wird, haben wir dann auch Menschen, die wir ansprechen können. Und ansonsten den Dolmetscher. Also wenn es gar nicht funktioniert, haben wir den Dolmetscher, der uns das Ganze dann, der uns dann unterstützen kann. Wir haben unsere Familie. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die gehörlos sind. Das weiß man noch nicht, ne? Also in vielen Städten haben wir unsere Bekanntschaften, das heißt, wir sind nicht alleine, wenn wir in eine andere Stadt fahren, gibt es da auch Menschen, die uns unterstützen, weil die auch ihre eigene Community haben um sich herum. Und wenn nicht, dann sind es Familienangehörige und dann treffen wir uns dann auch, ne? Ob es jetzt in Berlin ist, in Amsterdam ist oder in anderen Großstädten ist, da treffen wir uns dann. Und da wird uns dann auch unterstützt. Dass wir die Sprache nicht beherrschen, ist kein Hindernis für uns. Auch viele Sachen zum Islam, zu unserer Religion, da haben wir auch viele Sachen halt in verschiedenen Communities gelernt, weil man nicht immer alles sofort versteht und dann lernt man halt untereinander viel und tauscht sich aus. Auch Detailfragen konnten wir sehr gut klären, wenn solche Sachen waren, weil man immer Wissen mitgebracht hat. Man hat immer was aufgeschnappt und das teilt man dann untereinander. Wie beispielsweise mit der Hosenlänge. Und die verschiedenen Kulturen. Aus den Kulturen heraus lernen wir dann natürlich auch viel. Da sind wir deutlich toleranter als Hörende. Und da tauschen wir uns aus. Frustriert dich dein Handicap, dein sogenanntes Handicap, zum Teil, wenn es beispielsweise um Kommunikation geht, tatsächlich, weil man muss in dem Fall immer auf Alternativen zurückgreifen. Was, oder hat es auch seine großen Vorteile? Es ist natürlich schwierig, dass dadurch, dass wir nicht hören, viele Sachen dann bei uns ein bisschen zeitversetzt ist. Wir brauchen länger für viele Dinge, das ist richtig. Handicap, klar,
Wie gesagt, das Einzige, was wir da haben, ist dieses Zeitproblem. Ansonsten kommen wir auch hinterher durch die Sprache. Aber was ist wichtiger? Ne? Also für mich ist es viel, viel wichtiger, dass ich sehen kann, als dass ich höre. Weil ohne meine Sehkraft wäre ich komplett aufgeschmissen. Deswegen, ich habe mich daran gewöhnt, dass es okay. Und anders, wenn ihr gehörlos unterhaltet, dann ist auch weit entfernt, man kann gut unterhalten, stimmt? Auch über weitere Distanzen kann man sich gut unterhalten. Ne? Also Hörende stehen sehr oft sehr dicht beieinander. Wir haben da unsere Distanz, das können wir gut machen. Also im Corona sind wir im Vorteil. Also ein bisschen eingeschränkt sind wir, aber so richtig fühle ich mich jetzt nicht eingeschränkt. Wenn man einen Aspekt aussuchen müsste, was wäre dann der Vorteil oder der Nachteil an diesem Handy? Nachteil sehe ich jetzt nicht. Ich darf auch nicht klagen, ich bin so geboren, Gott hat mich so erschaffen. Von daher, mir geht es gut im Vergleich zu vielen anderen. Nachteil sehe ich da jetzt gar nicht. Ich bin so geboren. Wie gesagt, mir ist halt wichtiger, dass ich die Sehkraft habe. Und jeder hat seine Laster zu tragen. Und meins ist halt, dass ich nicht höre und nicht sprechen kann. Aber ich kann kommunizieren, das ist halt wichtig. Und ich komme klar. Also Nachteil sehe ich da nicht. Also ich hab auch ein anderes Gefühl. Das heißt, ich kann viele Sachen viel besser aufschnappen. Dadurch, dass ich nicht höre, bin ich konzentrierter in meiner Sehkraft. Meine anderen Sinne sind halt viel, viel stärker. Ne? Das heißt, wenn ich beispielsweise auf der Arbeit sehe, dass da über mich gesprochen wird, dann spreche ich die Menschen darauf an, weil ich das halt spüre und sehe. Das darf man nicht unterschätzen und das ist halt ein Riesenvorteil für mich, dass ich halt sehr breit gucken kann. Ne? Und das höre ich sehr häufig auf der Arbeit, dass ich viele Sachen viel, viel genauer mache, weil ich halt auf Details sehr, sehr achte. Und wenn Sachen passieren, wo man mir Sachen in die Schuhe schieben wollte, das heißt, auf der Arbeit auch passiert, konnte ich das sehr gut, habe ich das empfunden und konnte das dann auch sofort argumentieren, dass ich das nicht war, weil ich halt dieses Gespür dafür habe. Ist man denn dann mit der Zeit so sozusagen ein Mimikexperte, dass man vielleicht schon sieht, wenn jemand lügt? Ja, sicher, klar. Also an der Mimik erkenne ich vieles. Ich beobachte das ja auch. Ne? Das heißt, wenn jemand lügt, kenne ich auch die Charaktereigenschaften. Das könnt ihr gerne rausschneiden. Ne? Wenn jemand lügt, verstehe ich das natürlich sofort am Gesicht und an der Mimik, weil Lachen, Nase, Ohren hast du mir auch erzählt, stimmt. Ne? Das erkenne ich natürlich sofort. Dass du zu Beginn in der Türkei aufgewachsen bist und dann hier rübergekommen bist nach Deutschland. Wie tolerant ist quasi dann deine Umgebung, beispielsweise mit dem Umgebungswechsel hier nach Deutschland? Wie viele haben tatsächlich die Gebärdensprache gelernt, um dir quasi einen Schritt entgegenzukommen? Also hier in Deutschland sind die Möglichkeiten andere. Hier habe ich auch das Alphabet, hier habe ich das Alphabet kennengelernt. Hier ist man darauf eingegangen und hat mir dann halt viele Sachen beigebracht. Von der Bildung her und von den Bildungschancen ist Deutschland deutlich weiter. Hier wurden halt viele Menschen zentral zusammengeführt, die gehörlos sind. In der Türkei war es ein bisschen anders. In der Türkei war, da hat man auch ein bisschen mehr Spaß drüber gemacht. Also da war der Mensch nicht so wichtig. Hier ist das Handicap halt, was ausgeglichen wird, halt ein ganz anderes vom Gefühl her auch. Also ich habe auch meinen Kindern die Gebärdensprache beigebracht und Freunde, klar, Freunde habe ich auch und auch da bringe ich die Sprache bei, wenn gewünscht. Beispielsweise ein neuer Film ins Kino kommt und die Gebärdensprache ist da nicht mehr
mit enthalten, dass da nicht einem geholfen wird. Und man sich da halt denkt, muss ja, jetzt muss ich warten, bevor ich mir das überhaupt ansehen kann. Oder sagt man beispielsweise, nee, die Untertitel reichen mir. Oder was ist in dem Fall, wenn es beispielsweise bei YouTube-Videos, ne, wie auf dieser Plattform jetzt, keine Untertitel vorhanden sind? Fühlt man sich da irgendwie im Nachteil, benachteiligt oder wie funktioniert das? Das ist richtig. Also ich konzentriere mich da schon auf die Untertitel und da gibt es auch nochmal Zeichen und Symbole, wo farbliche Erkennungen sind, wo ich dann auch verstehe, wenn da irgendwelche Geräuschkulissen sind im Hintergrund. Das Gesprochene wird halt ausgeworfen als Untertitel und dann gibt es auch nochmal Zeichen, wo wir wissen, dass da nochmal, weiß ich nicht, eine Trommel ist oder so. Das sehe ich dann auch. Jetzt ist es viel, viel einfacher. Früher hat auch Familie, hat ja beigebracht, stimmt, und erzählt im Film. Und früher war es auch die Familie, die halt gedolmetscht hat, wenn Filme waren. Was ist dein größter Wunsch? Inshallah Hajj, das ist zurzeit mein größter Wunsch. Und ich würde gerne Recep Tayyip Erdogan treffen. Das ist auch einer meiner großen Wünsche. Was ist deine größte Angst? Also durch meine Gehörlosigkeit habe ich keine Angst. Die einzige Angst verspüre ich vor Allah. Wie siehst du deine Zukunft? Also wie gestaltet sich deiner Meinung nach deine Zukunft, wie beispielsweise in 10 oder 15 Jahren? Also hat man noch gewisse Ziele beispielsweise, die man erreichen möchte? Klar, ich habe 3 Kinder. Natürlich wünsche ich mir Enkelkinder, dass es meiner Familie sehr gut geht. Ne, ich möchte natürlich Enkelkinder wachsen sehen, meine Familie beisammen halten. Aber was in 10 Jahren ist, weiß ich gar nicht. Da mache ich mir auch keine großen Gedanken zu. Hast du für die Außenstehenden, die von diesem Handicap jetzt vielleicht nicht betroffen sind, eine Nachricht oder etwas, was du denen mit auf den Weg geben möchtest, wenn es beispielsweise zum Thema Toleranz kommt oder Tipps, wie man mit Leuten wie dir am besten umgeht? Also wichtig ist, dass man Menschen nicht halt darauf reduziert, dass sie gehörlos sind oder irgendwelche anderen Gebrechen oder auch Behinderungen, Einschränkungen haben. Man sollte den Menschen kennenlernen und wenn irgendwelche Sachen sind, auch durch neue Medien versuchen, da auf die Menschen zuzugehen. Respekt ist super wichtig. Wenn man was nicht versteht, gerne mit Handzeichen auf einen aufmerksam machen und versuchen, sich zu unterhalten. Das ist halt wichtig, ne? Kommunikation aufbauen. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses offene Interview. Dafür, dass man tatsächlich einen breiten Überblick über dein Leben bekommen hat. Mein Onkel möchte gerne eine Gegenfrage stellen. Seine Frage ist: Habt ihr schon mal gehörlose Menschen in eurem Leben getroffen, in der Freizeit, im Privatleben? Hattet ihr da schon mal Berührungspunkte? Also für mich persönlich war es jetzt wirklich das erste Mal. Und ich bin echt überwältigt, wie einfach doch mit einem Zwischenmann beispielsweise wie dir die Kommunikation stattgefunden hat.
Erste Mal, ja. Und die Frage jetzt in die große Runde, ist es für euch auch das erste Mal? Ich habe mit jemandem Fußball gespielt, der bei mir war. Der konnte halt aber nur halt Töne von sich geben. So was. Das wussten wir, das bedeutet Spiel ab. Also während des Spielfelds, die haben keine Einschränkungen gehabt. Er konnte auch sehr gut lesen. Also, er hat sogar gesehen, wenn wir zu ihm gesagt haben, passt. Er konnte das sogar schon lesen. Ja. Ich persönlich habe zwei Mitarbeiter bei uns auf der Arbeit, wir kennen die beiden. Wenn er darüber, weil er nur sich zwischen macht, aber auch in normalen Zeiten, wo ich mich mit ihm unterhalten habe, konnte er eigentlich gut ablesen, was ich mit ihm gesprochen habe oder gesprochen habe. Teilhabe? Zu erleben dann, ne? Zu erleben, das ist sehr interessant gewesen. Ist euch das auch noch nie aufgefallen, irgendwie in der Stadt oder woanders? Habt ihr... Ja. Okay. So vom Gefühl her, wie ist das, wenn andere Menschen so sprechen? Interessant, ich habe immer beobachtet, muss ich sagen. Ich bin immer wieder fasziniert. Ich gucke mir zum Beispiel immer, wenn... Allah razı dir. Phoenix, 20 Uhr. Ja, genau. Adamson, önünden geç amcamın. Der killt. Onkel killt sofort. Und dann darfst du nicht vorbeilaufen. Weil du stehst ja dann im Weg, wenn er das guckt. Und auch die Frage, was würdet ihr machen, wenn ihr... Allah küsselm essen, aber ein gehörloses Kind bekämt. Was wäre dann? Wie würdet ihr damit umgehen? Das ist interessant für mich, sagt er. Natürlich erst bei den Leuten Hilfe bzw. Rat suchen, die dasselbe Schicksal teilen. In dem Fall würde ich zu dir kommen. Aber was vom Gefühl her wäre, aber abstoßen würdet ihr das Kind jetzt nicht, wenn da irgendwas... Nein. Also, sein Onkel hat was sehr Schönes gesagt, jeder hat seine eigenen Lasten zu tragen. Weißt du, lieber habe ich dann nur ein Kind, als ein Kind, dann der dann später was noch andere Lasten haben, die ich gar nicht... Cümlemizi. Der Satz war, glaube ich, nicht ganz richtig, aber die sollen auch merken, dass das türkisch ist. Ganz nebenbei, ich habe ja, wie er es auch so empfunden hat, beispielsweise kann man auch eingehen, wie er es empfunden hat, seine Kinder mit so mitzuerleben. Und du bist ja auch bei ihm und du bist ja auch so groß geworden wie jetzt Felsi. Ja? Wenn du vielleicht nochmal darauf eingehen, seine Sicht, seine Kinder, so zu erleben, dass sie das lernen müssen und war das eine gewisse Anstrengung für ihn, emotional auch mal schwer. Eine, diese Sache finde ich auch sehr interessant, auch für dich, weil du bist ja der Onkel. Du bist ja der Onkel. Der Neffe. Er ist ja dein Onkel. Und wie dieses Familienverhältnis für ihn immer war, diese Sachen zu... Klar, meine Kinder sind trilingual aufgewachsen, dadurch, dass wir hier in Deutschland leben, mit der Muttersprache Türkisch, der Gebärdensprache und Deutsch. War natürlich nicht immer sehr einfach. Ich habe die Gebärdensprache habe ich natürlich beigebracht und die konnten dann auch viel von mir lernen. Kinder sind wie leere Schwämme und die haben da sehr, sehr zügig gelernt. Da braucht man den Kindern gar nicht großartig was beibringen. Die schnappen eh alles auf. Und durch den Wechsel mit Mama und den Zusatz durch Schule und Erweiterung haben die Kinder dann auch alle Sprachen gelernt. Das war dann ganz okay. Aus meiner Sicht
Dadurch, dass wir das auch nicht anders kennen und auch dreigleisig da die Sprachen kennengelernt haben, war es natürlich für uns dann auch nicht ganz so schwierig. Wir kennen es nicht anders. Wir haben halt im Kindergarten haben wir viel gelernt, bestätigt gerade mein Onkel. Da war man halt im sozialen Kontakt zu den deutschen Kindern, in der Familie halt mit der Muttersprache. Und wenn nicht, wir haben immer Community gehabt, wo halt da gespielt wurde. Und wenn wir zum Fußball gefahren sind, zum GSFV Herne, nach Herne halt, gab es ja auch nochmal Kinder von gehörlosen Menschen, wo wir zusammenkamen, die das gleiche Schicksal hatten. Da hat man natürlich auch den Austausch gehabt. Schwierig wurde es natürlich, die große Unterstützung ist die Ehefrau, die halt hörend ist. Mein Onkel ist mit einer Hörenden verheiratet, hat auch drei hörende Kinder. Es gibt auch Familien, die halt beide gehörlos sind, wo auf der einen Seite hörende Kinder dabei sind oder auch gehörlose Kinder dabei sind. Die haben wir auch im Freundeskreis. Ist natürlich sehr, sehr schwierig in vielen Situationen, auch da ein Gleichgewicht zu halten. Das Allerwichtigste ist halt Kommunikation und Verständnis. Auch als Gehörloser hat man das Handicap, dass man vom Verständnis her nicht immer mitkommt. Das ist richtig, weil halt der Input dazu fehlt. Auf der anderen Seite kann das bereichert werden durch die Menschen, die halt drumherum stehen. Vertrauen ist super wichtig. Das heißt, in der Familie, wenn wir irgendwelche Behördengänge haben und ich meinem Onkel bitte, irgendwas zu unterschreiben, macht er das, weil er weiß, dass ich das Beste für ihn möchte. Und das ist halt das Wichtigste. Also gehörlose Menschen oder vor allem bei uns in der Familie die Menschen, die sind darauf angewiesen, auch das Vertrauen, was die einem schenken, dass das nicht missbraucht wird. Und das wissen die. Und das ist halt dieser Zusammenhalt, der uns allen halt Stärke gibt. Ich bin auch in dieselbe Prüfung gegangen in meiner Ausbildung wie hörende Menschen. Da gab es keinen Unterschied. Auch ich musste dieselben Fragen beantworten wie hörende Menschen. Da gab es keinen Unterschied. Ne? Und klar, ich habe auch viel lernen müssen, das war nicht einfach. Und habe dann natürlich auch entsprechend viel lernen müssen, war auch vielleicht nicht so schwierig. Aber was soll ich sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe es bestanden. Und ich arbeite auch seit Jahren da. Also von den Leistungen her werde ich da jetzt nicht irgendwie anders behandelt. Die Leistungen werden auch von mir erwartet. Noch eine Sache, ich bin da vielleicht nicht up to date, deswegen möchte ich das einmal fragen. Wie sättigt er sich so mit Thema Software oder islamische Input? Dadurch, dass ich einem Verein angehöre, Deaf Islam aus Düsseldorf, gibt es da natürlich auch Gehörlose und auch Dolmetscher, die das Softwares halten, von denen wir dann auch viel lernen können. Und die bringen das Wissen mit, das teilen die mit uns. Und dadurch, dass wir mit dem Internet verbunden sind, haben wir ganz, ganz viele Mitgliedschaften, wo wir dann auch unsere Plattform haben, wo wir halt darüber sprechen können. Ob es jetzt die Gebetswaschung ist oder auch das Gebet als solches. Ich bin ja auch praktizierender Moslem. Das heißt, auch da, wenn da was sein sollte, stelle ich meine Fragen, weil ich auch viele Fragen habe zu Dingen, die ich nicht verstehe. Aber die werden da geklärt. Das geht sehr gut. Ne, wenn gewünscht ist, kann ich da auch mal die Seite zeigen. Da habe ich meine Community. Ne, und ich brauche das auch. Ohne funktioniert das nicht.